Ciao ragazzi, come va? Tutto a posto? Willkommen zur Papa Comedy Show. Leute, ich muss immer wieder lachen, wenn ich mir Fußballspiele anschaue. Ne? Ich finde die Kommentatoren so geil. Zum Beispiel der Italiener, ne? Wenn ich mir italienischen Fernsehen anschaue. E adesso Totti, sì, che passa Del Piero, una sgommata e c'è Toni e gol, gol, che gol. Ey, ich finde es immer so genial. Aber am meisten muss ich lachen, ne? Wenn ich mir mal, also ich habe mir mal einen Kommentator angeschaut aus dem arabischen Fernseher, ne? Und da geht es so, ne? Ahmed Allah Mustafa. Halamam Mustafa. Ey, der Mann gerade fängt das Kreiden an, ne? Ich finde es so geil, ne? Naja, auf jeden Fall. Ein Ami und ein Deutscher machen eine Wette, wer schnell ein Haus bauen kann, ne? Der Ami ruft dann, sagt er, hey Bello, ich bin in 14 Tagen fertig. Sagt der Deutsche, ja, ich fülle noch 14 Formulare aus und dann kann ich erst anfangen. Ja, sagt ein Mann zu seinem Freund, meine Frau macht eine dreiwöchige Diät. Und, wie viel hat sie schon verloren? 2 Wochen, ja. Ein Pole kommt zum Augenarzt, ne? Ist ja klar, ne? Vorleseschild, ne? Vom Augenarzt, ne? WXDYZRX, sagt der Pole, den Mann kenne ich. Ja, wenn ein Grieche, ein Spanier und ein Portugiese in einen Puff geht, wer zahlt dann? Ist klar, der Deutsche. Man hat mich mal gefragt, ey Papa, kennen Sie ein Tier auf Bayerisch mit A? Habe ich gesagt, ganz einfach, ein Hirsch, ne? Was haben ein Chinese und der grüne Punkt gemeinsam? Den gelben Sack. Ja. Was ist der Unterschied zwischen einem Politiker und einem Telefon? Das Telefon kann man wieder aufhängen, ne, wenn man sich verwildert. Ja. Und was sagt der Bush, wenn er am 31. Oktober nach Wien kommt? Ganz einfach. Halloween. Was heißt Wahlverlierer auf Chinesisch? Sharping. Okay, Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war eine kurze Mini-Comedy-Show von Papa und natürlich bekommt ihr von mir bald viel, viel mehr. Ich bin schon sehr, sehr viel am Arbeiten für euch und ihr bekommt noch sehr, sehr viel geilere Auftritte. Das verspreche ich euch. Grazie, bis bald, ciao.